Mittlerweile sind allein im Osten der Demokratischen Republik Kongo 2000 Menschen an Ebola gestorben. Weitere 3000 Menschen sind an dem heimtückischen Virus erkrankt. Jetzt hat Bundesaußenminister Heiko Maas das Ebola-Gebiet besucht und versprochen, das Land im Kampf gegen die Epidemie finanziell zu unterstützen. Außerdem hat ein Forschungsteam 2 Antikörpertherapien gegen Ebola erfolgreich getestet. Kann die Krankheit jetzt endlich aufgehalten werden? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. One, two, three. Herzlich willkommen. Wir können der Ausbreitung des Virus nicht weiter tatenlos zusehen. So hieß es von Bundesaußenminister Heiko Maas bei seinem Besuch im Osten der Demokratischen Republik Kongo am 4. September. Schon seit 13 Monaten versuchen Teams aus Helferinnen und Helfern, die Lage in den Griff zu bekommen. Doch die Seuche ist gefährlich und das Virus breitet sich weiter aus. Mittlerweile ist klar, dass dieser Ebola-Ausbruch der schlimmste nach der verheerenden Epidemie in Westafrika ist. 2014, 2015 forderte das Virus hier mehr als 11.000 Tote. Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo ist jedenfalls extrem angespannt, denn es ist nicht nur die Ebola-Epidemie, die im Land zu schaffen macht. Auch die Sicherheitslage macht es den Helferinnen und Helfern schwer. Es geht um Bodenschätze, um die bewaffnete Rebellen gnadenlos gegeneinander kämpfen. Selbst die Helferinnen und Helfer können sich nicht sicher fühlen. Hinzu kommt, dass manche Ebola-Opfer die dringend benötigte Hilfe nicht annehmen, denn die Bevölkerung ist misstrauisch. Das liegt an Gerüchten, denen zufolge Ärzteteams Blut und Körperteile klauen wollen, um damit Hexerei zu betreiben. Zudem kritisieren Hilfsorganisationen, dass die Kontrollmaßnahmen am Flughafen Goma mangelhaft seien. Seitdem Mitte Juli in der kongolesischen Großstadt der erste Ebola-Fall bestätigt wurde, wird allen Passagieren Fieber gemessen. Doch nun hat sich herausgestellt, dass bei manchen Betroffenen an den Kontrollposten dramatischerweise keine Infektion festgestellt worden war und das, obwohl diese Menschen bereits infiziert waren. Der internationale Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen Oxfam fordert deswegen bessere Ausrüstung und Trainings für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsdienste. Bundesaußenminister Heiko Maas hat die dramatische Situation erkannt und hat versprochen, mit Verantwortlichen der UN über finanzielle Hilfen zu sprechen. Trotz großer Anstrengungen sind die Fortschritte noch nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Bislang sind es 4 Millionen Euro, die die deutsche Bundesregierung der Ebola-Nothilfe direkt beigesteuert hat. Deutschland ist zudem am Fonds der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Weltbank und den Vereinten Nationen beteiligt, und zwar mit einem Millionenbetrag. Auch dieses Geld wird zumindest teilweise für die Ebola-Hilfe verwendet. Wir haben hier bei Klicks um Science and Fiction ja immer wieder über die neuesten Entwicklungen zum Thema gesprochen. Ebola ist ein Fieber, das in rund der Hälfte der Fälle zum Tod führt. Es beginnt relativ harmlos wie eine Grippe, aber im weiteren Verlauf fangen die Opfer an, überall zu bluten und sterben schließlich an multiplem Organversagen. Übertragen wird die Krankheit meistens von sogenannten Reservoirwirten. Das sind Wildtiere, die gejagt und gegessen werden. Durch die Abholzung von Wäldern rücken Menschen immer näher an diese Populationen heran. Durch den Verzehr von Buschfleisch, wie etwa Flughunde, Affen oder Stachelschweine, kommt es dann meistens zum Ausbruch der Seuche und dann wird sie von Mensch zu Mensch übertragen. Eine klinische Studie, die seit November 2018 vor Ort durchgeführt wurde und die Wirksamkeit von 4 Medikamenten gegen Ebola untersucht hat, weckt jetzt aber einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn 2 der 4 untersuchten Medikamente schnitten gut ab. Die Sterblichkeitsrate sank im Durchschnitt auf etwa 30%. Von diesem Ergebnis berichtet unter anderem das National Institute of Health. Wenn Ebola-Betroffene nicht behandelt werden, liegt die Sterblichkeit zwischen 60% und 67%. Die beiden erfolgreichen Wirkstoffe mit der Bezeichnung REGN-EB3 und MAB114 werden jetzt auch außerhalb der Studie eingesetzt und Ebola-Patienten und Patientinnen verabreicht. Die Therapie setzt auf die Gabe von Antikörpern. Das sind Eiweiße, die das Immunsystem normalerweise selbst herstellt und Krankheitserreger aufhält. Die Antikörper für die getesteten Mittel bilden sich an ein Eiweiß auf der Oberfläche des Ebola-Virus. So verhindern sie, dass der Erreger in die Körperzellen eindringen kann. Dazu der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci. Wir können jetzt sagen, dass 90% der Patienten nach der Behandlung geheilt sind. Die Studie an sich wurde frühzeitig gestoppt, damit die anderen beiden Medikamente, die die Sterblichkeitsrate nur schwach verringert hatten, nicht mehr eingesetzt werden. Rund 680 Patienten und Patientinnen wurden in der Studie aufgenommen, deren offizielle Veröffentlichung für Herbst 2019 geplant ist. Der Medizinstudent hat ein Video dazu gemacht, in dem die Krankheit nochmal medizinisch natürlich nochmal deutlich detaillierter erklärt wird. Anklicken, also hier anschauen und der Medizinstudent abonnieren. Meine Empfehlung auf jeden Fall. Bis dann. Bleibt dran.